7 Grundschulen mit Kindergärten gibt es im Schortinser Stadtgebiet und vor allen Schulen gilt Tempo 30. Vor wenigen Monaten erst wurde auch die alte Bundesstraße in Höhe der Grundschule Heidmühle zur Tempo 30-Strecke. Zur Freude vieler um die Schulwegsicherheit besorgter Eltern und zum Missfallen mancher Lokalpolitiker, die dafür an dieser Stelle keine Notwendigkeit sehen. Nicht nur an der alten Bundesstraße, sondern auch auf anderen Tempo 30-Abschnitten kommt es allerdings oft zu Missverständnissen.